So, wir sind jetzt hier zurück bei Lego der Hobbit und wir müssen jetzt hier diese Brücke fertig bauen. Ich bin jetzt ein Stück schon gelaufen. Allerdings haben mir Steine gefehlt. Die habe ich jetzt schon eine halbe Stunde lang gefarmt, also diese scheiß Steine, damit wir hier diese Brücke bauen können. Also ich muss ja sagen, das finde ich ein bisschen doof gemacht bei den Hobbit-Teilen von Lego, dass man halt mit diesen Erzen, dass man die sammeln muss und dass man dafür wirklich alles kaputt machen muss, was halt in einem Let's Play ziemlich viel Zeit wegnimmt, muss ich ja schon sagen. Auf jeden Fall habe ich die jetzt alle gefarmt und jetzt können wir diese Brücke hier zu Ende bauen. Hä? Ah. So. Und das finde ich auch ein bisschen blöd gemacht. Oh, ich bin da voll zu blöd dafür einfach nur. Gott sei Dank. Und dann haben wir die Brücke fertig. Bei dir sah das wie ein Kinderspiel aus. Jetzt ist mir alles noch peinlicher. Aber das ist nicht wichtig. Dank dir gibt es wieder einen Weg zu den Trollhöhen. Hier. Ich wurde im Voraus bezahlt, aber es ist nur fair, wenn du das nimmst. Oh, cool, danke schön. Vielen Dank. Und dann gehen wir weiter zu den Trollhöhlen. Ich finde es halt doof, dass ich hier alles kaputt machen muss, um diese Erze oder diese, ich nenne es jetzt mal Rohstoffe, aufzusammeln. Und eine Die Sequenz. Gemeinschaft suchte in den Ruinen eines Bauernhofes Schutz für die Nacht. Warum der Hof in großer Eile verlassen worden war, blieb ein Geheimnis. Doch das Haus war offensichtlich nicht von einer kleinen Kreatur zerstört worden. Hier schlagen wir unser Nachtlager auf. Ich glaube, es wäre klüger, weiterzuziehen. Wir könnten zum verborgenen Tal reiten. Wir gehen nicht in die Nähe von diesem Ort. Wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Herr Elrond könnte uns helfen. Ich brauche keinen Rat von denen. Alles in Ordnung? Gandalf, wo willst du hin? Das waren genug Zwerge für einen Tag. Kommt er wieder? Was ist los? Trolle. Lol, die sind voll cool gemacht. Die sehen Wir richtig haben cool aus. sie. Sie werden sie fressen. Wir müssen was unternehmen. Als unser verbürgter Meisterdieb könntest du der Sache doch nachgehen. Ich habe keine Angst. Ich bin bereit. Ist das wirklich so eine gute Idee? Mir passiert nichts. Wir sind direkt hinter dir. Okay. Oh, gestern Hammel, heute Hammel. Und verdammt mich, wenn es morgen nicht schon wieder Hammel gibt. Hör auf zu quaken! Das sind keine Hammel! Darf ich jetzt auch mal? Natürlich ist es auch nicht laut oder so, wenn wir jetzt hier alles zerstören. Das ist absolut nicht laut. Ich hoffe, die hören das nicht. Ich denke es aber mal nicht. Okay.
Wer ist denn das? Nee, welcher war denn das? Der hier? Nee. Der hier, oder? Lol. Okay. Da fehlt noch Eichhörnchenwürze. So. Ich mach erstmal alles kaputt, wa? So. Fällt dir auch kaum auf, wenn wir hier alles einfach zerstören. Aber die Szene fand ich im Film richtig cool. Wo müssen wir denn lang? Scheinbar nicht. Dann gehen wir mal da. Hallo? Dann gehen wir mal da hinten. Ich hoffe, du nimmst die Geule richtig aus. Die stinkigen Teile mag ich nicht. Ist mir hier irgendwas? Ich denke mal, wir sollten nicht ins Licht kommen. Mit einer Angelrute, bla 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 bla. Ach, du hast eine Angelrute, okay. Shit. Nochmal. Hä? Jetzt. Ach, die müssen ja jetzt da hinten in die Suppe. Bip. Lol. Ah, okay, jetzt lenken wir den weg. Oh, wunderbar. Er schwimmt sogar oben. Und oh, bring doch mal dann geht's weiter. Der voll den Niesanfall bekommt. Nochmal. Okay, und wir schießen nochmal. Jetzt. Okay, Pferdchen lauf. Ja, nee, ist klar. Ich hab Hunger. Gibt es dir doch Pferd oder was? Okay, jetzt müssen wir den auch weglenken. Oh, mir knurrt vielleicht der Magen. Ich muss noch irgendwas nassen. Fleisch. Oh, wir sind einfach so langsam. Schneller. Vor allem finde ich den Akzent von denen so cool. So. Keine Ahnung. Verwende eine Schaufel. Ach so, der hat eine Schaufel dabei. Okay. Natürlich.
Nein. Wir wollen... Okay. Und rein in den Topf. Na lecker. Okay. Das ist einwandfrei abgeschmeckt. Machen wir das auch kaputt und dann bauen wir das zusammen. Und dann kann der wieder seine Steine oder was das waren. Münzen. So, einmal, zweimal und dreimal. Und das Pferd ist frei. Den sieht's ja aus, ne? Na lecker. Hat ein Dreier. Es hat Arme und Beine und alles. Was ist das? Ich bin ein Meister Hobbit. Ein Meister Hobbit? Kann man ihn braten? Wir können's ja versuchen. Lass ihn runter! Wie war das? Ich sagte, lass ihn runter.